So, schönen guten Tag, moin moin. Hier von unserem Kanal, heute Yamaha R6 RJ11. Wir fangen jetzt eigentlich mal so an. Das geht jetzt relativ schnell. So, länger müssen wir das auch nicht machen. Das hört sich ganz brutalst an. Da brauche ich eigentlich nicht mehr besonders viel zu sagen. Fakt ist, die Geräusche kommen definitiv aus dem Kopfbereich. Und genau dort werden wir jetzt auch ansetzen. Sprich, wir werden einmal Kühler und vorne hier die Galerie wegbauen, müssen obenrum ein bisschen was auseinanderbauen. Dann werden wir den Ventildeckel einmal abnehmen. Sagen wir mal was zur Geschichte. Das Motorrad lief eigentlich soweit einwandfrei. Dann wurde ein Steuerkettenspanner getauscht. Dann wurde nachträglich von einer Werkstatt das Ventilspiel kontrolliert und auch eingestellt. Und seitdem hört sich das Motorrad so an. Also ist natürlich jetzt naheliegend, dass dort irgendetwas schiefgelaufen ist. Was genau, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Sprich, Ventildeckel abbauen, das Ventilspiel nochmal kontrollieren. Eventuell werden wir dort auch schon irgendetwas sehen können, was da ist. Das gucken wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Fakt ist, Rettung des Motors oder des Motorrades ist erste Priorität. Also der Kunde möchte schon, dass wir es irgendwie wieder ganz kriegen. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm wird, was uns darunter erwartet. Die Geräusche sind auf jeden Fall, die tun schon im Herzen weh, wenn wir es anmachen. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt. Ist ja manchmal ein bisschen abgeschwächt, das Ganze. Mir blutet das Herz. Ja, zum Fahrzeug ganz kurz. Yamaha R6 RJ11. Baujahr 2006 um und bei. Sehr interessantes Modell, auch relativ bekanntes Modell, weil das, wenn man 2006 mal schaut, doch schon von der Technologie ein sehr interessantes Modell war. Erstmal ist sie optisch totschick, muss man sagen. Die RJ15 ist ja relativ ähnlich, mit Kleinigkeiten am Heck hier anders. Wir haben hier das geteilt bei der RJ15, aber so diese Heckpartie hier oben, dieses spitze Heck mit diesem Rücklicht, das wurde bei der RJ15 bis... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bis ungefähr 2014 oder 15 so beibehalten mit diesem Heck. Also sage und schreibe 8 Jahre, also grob mit dieser Heckform, weil es auch einfach wirklich, wirklich schick ist. Das Heck wird auch häufig an andere Modelle, Speedfighter und so, also nicht die richtigen Streetfighter mit dem steilen Heck, sondern Speedfighter mit einem R6 Heck hinten drauf wird es häufig umgebaut. Super geiles Heck, gefällt mir absolut gut. Auch die Front richtig gelungen. Und hier in der Sonne sehen wir auch schon, also schwarz ist natürlich auch immer hübsch. Ne? Wenn schwarz sauber ist, wie das glänzt, macht schon richtig Laune. Muss halt immer sauber gehalten werden. Ich hatte irgendwann mal ein schwarzes Auto, seitdem habe ich nie wieder ein schwarzes Auto gehabt, weil das geht man waschen und nach 3 Stunden ist wieder schmutzig. Aber wenn es sauber ist, genial. Gefällt mir gut. Ja, RJ11 ist die erste Yamaha, die mit dem elektronischen Gasgriff gekommen ist von den 600ern. Bedeutet, was für die Kunden immer sehr interessant ist, wo viele sagen, ach echt Wahnsinn. Vom Ding her muss man so sagen, ist es für viele heutzutage ein altes Motorrad. RJ11, 14 Jahre alt, oh mein Gott. Aber wir können bei diesem Modell bereits den Quickshifter und den Blipper einprogrammieren über das Steuergerät, weil der elektronische Gasgriff vorhanden ist. Wenn ihr wissen wollt, was Quickshifter-Blipper ist, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sind genügend Videos online, schaut es euch an. Ja, das geht bereits bei der RJ11. Ansonsten ist die RJ11, wenn wir mal auf den Drehzahlmesser hier schauen, roter Bereich 17.500 Umdrehungen, Ende Drehzahlmesser 20.000 Umdrehungen. Ja, das ist viel. Es wurde mit der RJ15 dann auch nach unten korrigiert. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Sehr, sehr viel Drehzahl. Gut, aber das nur am Rande. Wir werden uns jetzt mal anschauen, wo diese Geräusche herkommen können. Kopfbereich ist natürlich immer eine kritische Sache, weil da die Ventile drin sind. Und wenn die Ventile die Geräusche verursachen, weil sie den Kolben berühren oder, dann ist meistens ein relativ großer Schaden vorhanden. Ja. Ich drücke die Daumen, der Kunde drückt bestimmt gerade auch fleißig mit, dass es nicht allzu schlimm ist. Wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen und gehen mal rein. So. Ja, dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Wir werden jetzt mal zuerst den Kühler demontieren und alles, was drumherum kommt, dass wir den Ventildeckel abnehmen können. Und entweder werden wir da dann schon eine böse Überraschung haben oder wir werden noch nichts sehen.
Hopp oder Top, ne? Schauen wir mal. Jetzt haben wir den Deckel hier demontiert und können jetzt die Steuerzeiten sehen. Und zwar ist es so, dass wir unten eine Markierung haben. Da ist ein Strich und da ist eine Kerbe in dem Motordeckel. Das ist jetzt der obere Totpunkt. Und dann haben wir oben an den Nockenwellenrädern hier einen Strich mit einem I für Intake. Das muss mit der Dichtfläche fluchten. Und dann haben wir vorne, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, glaube ich, mit der Kamera, haben wir auch einen Strich. Und da können wir jetzt sehen, dass der Strich vorne zu hoch ist. Der fluchtet nicht mit der Kante, mit der Dichtfläche des Ventildeckels, sondern ist ein drüber. Das ist genau ein Zahn versetzt. Das bedeutet, dass hier leider die Steuerzeiten verstellt wurden. Was dann im Umkehrschluss heißt, dass die Ventile aufgesetzt haben, und zwar in dem Fall die Auslassventile, die Einlassnockenwelle stimmt ja. Was werden wir jetzt machen? Wir werden jetzt zuallererst das Ventilspiel kontrollieren, werden gucken, ob da auch ein Fehler gemacht worden ist, werden den nach Möglichkeit korrigieren, werden dann die Steuerzeiten korrekt einstellen und werden dann die Kompression überprüfen mit einem Ergebnis, was ich ja schon ahne, was da kommt, nämlich, dass wir keine Kompression mehr haben, weil die Auslassventile krumm sind, und zwar dann alle, weil das Motorrad wurde ja auch schon mehrfach so laufen lassen, auch schon längere Zeit laufen lassen. Und davon ist dann jetzt leider davon auszugehen, dass die Auslassventile krumm sind. Ja, wir werden das jetzt einmal so machen und schauen mal, was dabei rauskommt. Sollten sie krumm sein, müssen wir den Motor ausbauen und müssen die Auslassventile alle erneuern. Motor können wir hier unten drehen. Das sei vielleicht noch erwähnt. Dafür haben wir hier bei der Yamaha R6 diesen kleinen Deckel. Da können wir dann mit einer Knarre drauf gehen und können dann hier den Motor durchdrehen. Was da jetzt auch ist, weil man sich natürlich schon fragt, wenn da jetzt von einer Werkstatt das Ventilspiel kontrolliert oder sogar eingestellt wurde, muss ja der Motor mal durchgedreht werden. Und wenn man den Motor jetzt durchdreht, dann gibt es so ein paar Stellen. Also man merkt halt sowieso, klar, man hat zwischendurch immer einen Verdichtungstakt, geht es dann ein bisschen schwerer. So, aber dann hat man hier so ein, zwei Punkte, da geht es um Mühe schwerer als normal, würde ich sagen. Also es ist schwer festzustellen, okay. Aber ja, nichtsdestotrotz, definitiv verkehrt. Jetzt können wir das hier... Ja, Entschuldigung. Oh, sie wird gleich wieder gejammert. Jetzt können wir das auch nochmal sehen. Jetzt sind die Markierungen nämlich innen. Wir sehen da den Strich. Und jetzt müsste eigentlich bei dem vorderen Nockenwellenrad auch der Strich der Auslassnockenwelle zu sehen sein. Den sehen wir aber nicht. Den sehen wir nämlich erst jetzt. Und dann ist der vordere Strich aber schon wieder verschwunden. Dementsprechend sind wir einen Zahn daneben. Ja, gut, wie gesagt, wir gucken das Ventilspiel einmal nach, werden dann die Steuerzeiten korrekt einstellen und dann die Kompression prüfen. Gegebenenfalls den Motor einmal abdrücken, sprich Druck drauf geben und schauen, wo er den Druck verliert. Das wird dann wahrscheinlich an den Auslassventilen sein. Aber in dieser Reihenfolge werden wir das einmal machen. So, der Motor ist jetzt auf OT gedreht. Jetzt können wir oben an den Nocken sehen, welche Ventile wir überprüfen können, welches Ventilspiel. Es ist jetzt so, dass hier der vierte Zylinder, also drüben ist der erste Zylinder, fangen wir einfach mal drüben an. Die Nocken, die stehen hier hoch, beide. Das bedeutet, der ist jetzt gerade im Zünd-OT und der hier ist im Überschneidungs-OT. Da sind die Ventile beide geöffnet, da können wir natürlich nicht kontrollieren, sondern wir können jetzt hier den ersten Zylinder, Einlass und Auslass, zweiter Zylinder Auslass, dritter Zylinder Einlass, dann drehen wir eine Umdrehung drum und können dann die übrig gebliebenen kontrollieren. Zum Ventilspiel hatten wir schon mal ein Video gemacht, wie das im Einzelnen geht. Dazu hat man dann diese Fühler lernen. Die haben eine vorgegebene Stärke, das steht auch immer drauf, 18er. Und die schiebt man dann zwischen Nocke und in diesem Fall den Tassenstößel rein und sieht, die geht ganz hervorragend durch. Das Ventil könnt ihr jetzt nicht sehen. Geht auch ganz hervorragend durch. Und hier vorne, ja, da fangen dann nämlich schon die Probleme an. Da kriegen wir nämlich die 18er schon gar nicht mehr rein.
nicht mal mit Gewalt. Wollen es auch nicht übertreiben, sonst sind die leeren im Eimer. Ja, das werden wir jetzt mit allen Ventilen einmal machen. Ich würde mir dazu immer einmal so einen Zettel nehmen. Es gibt natürlich auch Vordrucke dafür, selbstverständlich. Also je nachdem, wie man das möchte. Das ist unsere Fahrtrichtung. Bedeutet, wir haben hier Auslass und hier Einlass. Und dann haben wir hier unsere vier Zylinder. Und da können wir uns jetzt das Spiel, was wir gemessen haben, immer aufschreiben. Das Spiel soll sein, Einlass 12 bis 19, Auslass 16 bis 23. So, da wir die 18er nicht reinbekommen, ist das schon ein schlechtes Zeichen. Selbst wenn wir 16er Ventilspiel hätten, würden wir eigentlich mit ein bisschen Nachhelfen die 18er Leere ohne Probleme reinbekommen. Dann nehmen wir uns jetzt mal eine 16er Leere, stellen fest, ja gut, 16 geht durch, also das ist jetzt das kleinste Maß. Würde ich persönlich nicht so einstellen. Man stellt eigentlich immer auf die Mitte oder auf die obere Toleranz ein. Jetzt nehmen wir hier nochmal eine 20er. Also da die 18er nicht reingeht, geht natürlich die 20er auch nicht rein. Jetzt gucken wir mal hier. Also das hier, das ist schon eher in einem Bereich, womit man leben kann. Wir schreiben uns das jetzt erstmal auf. Erster Zylinder Auslass. Das ist hier. Man kann sich das natürlich auch nochmal nummerieren, wenn man möchte. Erster Zylinder ist immer gegenüber der kraftabgebenden Seite, also der Kupplung. In den meisten Fällen der Kupplung. Bei den normalen reinen Vierzylindern ist das ganz easy. So, jetzt schreiben wir uns das hier einmal auf. Hier haben wir 16 und 16. Beim zweiten geht die 20er geht noch vernünftig rein. Sagen wir mal ein bisschen höher. Jetzt nehmen wir hier mal eine 22er. Ja. Und die kriegen wir dann nämlich nicht mehr so ohne weiteres rein. Also haben wir dann da ein Ventilspiel von 20. Das ist in Ordnung. Wir sollen 16 bis 23 haben. Das heißt, 20 ist okay. Dann werden wir jetzt mal die Einlassventile messen. Da fangen wir mal mit einer etwas kleineren an. 12 bis 19 sollen wir ja haben. Das heißt, ich nehme mal jetzt erstmal hier, nehmen wir einfach mal die 12er. Die muss ja jetzt überall durchgehen. So, da geht sie durch. Da geht sie auch durch, da geht sie sogar sehr locker durch. Da auch und da hinten auch ohne Probleme. Dann werden wir einen größer, dann nehmen wir uns hier mal die 14er. Wo ist denn die 14er? Ein schönes Spiel. So, 14. Geht rein. Geht nicht rein. Bedeutet, wir haben jetzt am dritten Zylinder das linke Ventil, das ist hier. Wir haben ja in Fahrtrichtung so. Dieses Ventil kriegen wir die 14er nicht mehr rein. Die 12er war in Ordnung. Also haben wir da 12. Bei einem Einlassventilspiel von 12 bis 19 ist das ein Maß, was ich so nicht eingestellt hätte. Ist ja schön und gut, dass wir eine Toleranz haben, aber ans untere Maß würde ich nicht gehen. Aus dem einfachen Grund, wenn sich das Ganze ausdehnt und das Ventilspiel ist an der unteren Toleranz und das Ganze wird mal wirklich warm oder es wird schnell warm. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Ausdehnungskurven der Werkstoffe. Das wird jetzt ein bisschen umfangreich. Wenn einer Bock hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr bei den letzten Malen auch immer wunderbar gemacht. Dann nehmt ihr mir ein bisschen Erklärungsarbeit ab. Also, was ich sagen will, ist einfach nur, wenn das Ventilspiel am unteren Maß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal offen steht, natürlich viel, viel größer. Und das sollte unter keinen Umständen passieren. So, 14er ging da durch und am ersten Zylinder geht die 14er auch noch bei beiden durch. Gut, ich glaube, die Grundidee ist soweit klar, wie das Ganze funktioniert. Wir messen jetzt mal alle Ventile hier einmal durch und schauen uns gleich mal das Ergebnis an. So, hier kriegen wir nämlich die 16er schon nicht mehr durch. Jetzt müssen wir hier noch so einen Heiligenschein machen und ja, ihr habt es ja immer wieder reingeschrieben. Macht das doch mal mit dem Endoskop. Das machen wir jetzt nämlich auch mal. Ja, wir haben es die letzten Male nicht gezeigt und danach konnten wir es nicht mehr zeigen, weil unser Endoskop leider defekt ist. Deswegen haben wir uns jetzt von der Firma Snap-on ein neues besorgt und ich bin ja schon wieder schwerst begeistert. Also die Qualität ist aber auch mal eine ganze Welt besser als das andere Ding, was wir da hatten. Ne? Sind wir auf OT? Ute. Ute. Was? Wo ist Ute? Ja, also der Kolben sieht gar nicht so schlimm aus.
Aber er muss ihn ja irgendwo berührt haben. Na, da vorne, ne? Ist das die Kante? Nee. Gar nicht so aus, als wenn wir da großartig Abdrücke hätten. Gucken nochmal eben in die anderen Zylinder, aber ich vermute, dass wir da auch keine wirklichen Abdrücke haben, weil wenn, dann müssen natürlich da der Motor dreht und die Steuerzeiten an jedem Zylinder gleichmäßig verstellt sind. Ist natürlich davon auszugehen, dass dann auch auf jedem Kolben ein Abdruck ist. Ja, das heißt, wir werden so weitermachen wie besprochen. Wir werden jetzt die Nockenwellen ausbauen. Wir schenken uns das jetzt erstmal mit dem Ventilspiel richtig einstellen, weil es ist vorhanden. Wir werden jetzt einmal die Steuerzeiten korrekt einstellen und werden dann einmal die Kompression prüfen. Und dann werden wir weiter entscheiden, mit dem Kunden einmal sprechen, was wir machen sollen, wie es weitergehen soll. Und dann schauen wir mal. Wir testen jetzt die Kompression. So, das war der erste. Nur 10 Bar, wenn ich das richtig gesehen habe. Gar nicht so schlecht. Zweiter. Ja, nicht drauf. So ausgerastet, ne? Ja. Alter. Ja. Wir haben 10 Bar, 12 Bar, 9 Bar, 10 Bar. Erster, vierter, 10 Bar. Zweiter ist besser. So. Der zweite war wahrscheinlich der mit dem größten Ventilspiel. Wir haben die Ventile dann nicht ganz so doll aufgesetzt. Telefonier mal eben mit dem Kunden. Das geht, wenn, auf seine Gefahr. Weil ich gehe stark davon aus, dass die Ventile verzogen sind. Dafür müssen wir den Kopf demontieren. Und das werden wir jetzt mal eben abklären, wie wir weitermachen sollen. Folgender Ablauf. Wir werden den Motor jetzt nochmal abdrücken, wie ich ja schon erwähnt hatte. Wir werden jetzt also der Einfachheit halber die Nockenwellen komplett ausbauen. Das bedeutet, die Ventile können nicht mehr öffnen. Dann ist es nämlich völlig egal, wo der Motor steht. Wir können dort Druck über das Kerzenloch Druckluft draufgeben und können dann hören, wo er das rauspustet. Einlassventile, Auslassventile, Kolben, also in Motor oder Kopfdichtung, ins Kühlsystem oder. Können also dort feststellen, wo die Verluste der Kompression, wo die am größten sind, haben wir jetzt mit dem Kunden so abgesprochen. Und wenn wir uns dann sicher sind oder wenn der Restzustand des Motors vernünftig ist, also die Einlassventile nichts durchlassen, die Kolben nichts durchlassen, es dann nur die Auslassventile sind, dann wird das Ganze repariert. Bedeutet, wir werden dann den Motor ausbauen und den Kopf demontieren, neue Auslassventile bestellen. Ich habe gerade mal geschaut, musste mich selber hinsetzen, dass die Ventile nicht ganz so günstig sind, ist mir klar. Aber in dem Fall liegt ein Ventil bei knapp 130 Euro. Das war dann doch ein bisschen schockig, auch für mich. Aber ich kann es nicht ändern. Ja, abdrücken werden wir euch auch gleich zeigen. Wir bauen jetzt erstmal die Nocken wieder aus. Test, einpegeln. So, wir haben jetzt hier unsere Druckversorgung dran. Ich muss jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen lauter sprechen. Mit unserem Manometer, jetzt können wir hier Druck drauf geben. Nockenwellen sind raus, das heißt, die Ventile sind alle geschlossen. Kolben befinden sich jetzt im unteren Totpunkt, das heißt, die können sich auch nicht mehr bewegen. So, jetzt haben wir hier mal 5 Bar drauf. Jetzt hören wir schon deutlich, wie es pfeift. Können hier einmal am Motoröl-Einfüll stutzen. Hier erhöhen wir definitiv was. Das ist auch normal bei kaltem Motor. Und jetzt, ja, gut, hier vorne brauchen wir gar nicht das Ohr dran halten. Hier können wir schon, gib mal den Dampfer. Zu windig. Ja, ist zu windig. Na gut, kann man nicht sehen, aber man merkt es schon, wenn man die Hand vorhält. Also hier kommt eine steife Brise, wie wir in Norddeutschland sagen, kommt da aus dem Abgaskanal. Das machen wir jetzt mit allen Zylindern. Und wenn wir bei allem, Einlass hatte ich eben schon gehört, Einlass ist still. Also da kommt gar nichts. Da merkt man auch keinen Luftzug, nichts. Also Einlassventile dicht. Leichtes Rauschen haben wir im Motor. Das ist aber normal beim kalten Motor, weil es natürlich alles nicht richtig ausgedehnt ist. Und richtigen Luftzug haben wir im Abgaskanal. Das ist auch das, was wir befürchtet haben. Dort bleiben die Kompressionen. Das werden wir jetzt mit allen nochmal machen, sicherheitshalber, dass wir nirgendwo größere Verluste haben. Und dann werden wir den Kopf demontieren und dann werden wir eventuell den Schaden auch sehen können. Das gucken wir uns dann mal an.
Kopf ist ab. Wir haben jetzt hier oben mal ein Fluid eingefüllt. Ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Hier steht das noch einigermaßen drin, hier steht es auch noch einigermaßen drin. Hier ist schon einiges durchgelaufen und hier ist fast gar nichts mehr drin. Und da sehen wir auch in dem Auslasskanal, wie es da richtig schön durchläuft. Was jetzt interessant ist, ist Folgendes, dass wir hier jetzt auch richtig gut, ich hatte es mit dem Endoskop schon gesehen, aber war mir nicht sicher, ob das nicht täuscht, dass die Einlassseite irgendwie auch mal aufgesetzt haben muss, weil da haben wir nämlich die blanken Stellen. Das heißt, die Einlassventile haben dort mal aufgesetzt. Das passt jetzt natürlich nicht zu dem Bild, was wir vorher gesehen haben, dass die Auslassnockenwelle ein Zahn daneben ist, aber man weiß natürlich jetzt nicht, was ist da noch alles passiert. War unter Umständen vorher die Einlassnockenwelle mal ein daneben oder war mal alles komplett quer oder wurde der Motor nur durchgedreht oder sonstiges. Die Einlassventile sind dicht, von daher ist davon auszugehen, dass obwohl sie aufgesetzt haben, die auch keinen Schaden genommen haben. Das kann durchaus sein. Ich habe das schon hin und wieder gesehen, auch bei sehr stark getunten Motoren mit extrem hoher Verdichtung, dass es passieren kann, dass bei voller Drehzahl die Einlass- oder die Auslassventile minimal den Kolben berühren, dass man es an den Kolbenböden sieht, wo aber dann auch nicht gleich was passiert. Aber in dem Fall sind die Auslassventile nun mal undicht. Einschleifen können wir sie nicht, weil es Titanventile sind. Das heißt, wir werden jetzt die Auslassventile neu bestellen, die austauschen und dann bauen wir alles wieder zusammen. Und dann wird das auch funktionieren. Ansonsten die Zylinderlaufbahn, die wir hier sehen, die sehen soweit gut aus. Das ist schön, noch der Kreuzschliff erkennbar. Alles wunderbar. Wir haben auch kein großes Kolbenspiel. Die sind noch richtig schön stramm drin. Wunderbar. Na, das haben wir eben schon einmal alles durchgedreht. Das sieht alles gut aus. Von daher macht es auch durchaus Sinn, jetzt nochmal investieren. Die Ventile, wie gesagt, 130 Euro das Stück. Das ist nun wirklich nicht geschenkt. Aber dann hat man auf jeden Fall einen Motor, der obenrum dann wieder funktionstüchtig ist. Ja, das werden wir machen. Mal schauen, wie lange das dauert. Zu der jetzigen Situation ist es leider mit den Lieferbedingungen nicht ganz so einfach, aber ich werde sie mal bestellen und dann werden wir einfach mal schauen und sehen uns dann wahrscheinlich in 2, 3, 4, 5 Tagen, Wochen, Monaten irgendwann zum Winter und bauen das alles wieder zusammen. Ja, Leute, jetzt geht's weiter. Wir haben unsere Teile bekommen. Wie ihr hört, ist das jetzt der Härtetest für unser Ansteckmikro mit den Hintergrundgeräuschen. Mal schauen, wie das zurechtkommt damit und wie die Tonqualität wird. So, das sind hier unsere neuen Auslassventile. Das sind schon die Ventilkeile. So, das sind hier jeweils die 8 Stück an der Zahl. Dann haben wir natürlich auch neu bestellt die Ventilkeile. Die arbeiten sich ja in die Ventile ein, also die werden wir auch neu nehmen. Wo die sitzen, das sehen wir gleich. Und ja, dann haben wir noch so ein paar Kleinteile hier. Ja, bunte Mischung, ne? Kopfdichtung haben wir natürlich auch schon neu. So, wir werden jetzt einmal die Auslassventile ausbauen. Das sind ja hier die kleineren. Kurze Frage am Rande. Warum sind die Auslassventile eigentlich kleiner? Ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann schon mal beantwortet haben in den Videos. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wer es von euch weiß, ich werde euch dann auch glauben, dass ihr es in dem Moment geschrieben habt, weil ich werde es natürlich jetzt gleich beantworten. Also, schreibt mal fleißig rein, macht am besten Pause, schreibt rein, wieso die kleiner sind. Die meisten werden es sowieso wissen. Da sehen wir jetzt unsere Ventile von oben. Sehen wir natürlich auch auslassseitig hier, wo die Krümmer ursprünglich dran saßen. Das sind hier die Ventile. Die sind hier oben mit diesen Keilen, die ihr eben gesehen habt, gesichert. Wir müssen jetzt den oberen Ventilteller runterdrücken. Darunter sitzt die Feder. Denkt jetzt mal an das Video mit der Ducati zurück, mit der Desmodromic. Dort ist diese Feder nicht vorhanden. Jetzt können wir es einmal wunderbar sehen. Das ist unsere Feder. Wir bauen sie auch gleich aus. Dann sehen wir es noch ein bisschen besser. So, jetzt kurz zur Antwort. Auslassventile sind natürlich kleiner, weil die Geschwindigkeit des Abgases viel, viel höher ist als die des Frischgases. Bedeutet, wir kriegen, auch wenn wir einen kleineren Querschnitt haben, eine deutlich höhere Menge Abgas dadurch, weil einfach der Druck in dem Moment, wo das Auslassventil öffnet, im Brennraum viel, viel größer ist und dadurch die Geschwindigkeit auch viel höher wird. So, nun machen wir einmal einen Magneten. Ja, kriegst du vielleicht wieder. So. Also, wie schon gesagt, wir drücken jetzt hier den Federteller einmal herunter. Die sitzen immer ein bisschen fester, weil die sich natürlich mit der Zeit auch
einarbeiten. So, ziehen dann mit dem Magneten hier unsere Ventilkeile raus. Zack. Und jetzt können wir hier einmal unseren Federteller rausnehmen. Der stützt letztendlich oben die Ventilfeder. Das ist diese hier. Da ist schon richtig, richtig Zucht drauf. Die schließt letztendlich dann immer das Ventil. Und ja, nun können wir unser Ventil auch herausziehen. Zack. Da ist unser Ventil. So sieht das Ganze dann aus. Man merkt, das ist ultra leicht. Das ist auch nicht magnetisch. Das ist ein Titanventil. So, Nummer 1 haben wir draußen. Ja, das werden wir jetzt mit der ganzen Galerie machen. Wir müssen uns jetzt nicht merken, welches Ventil wo saß, weil sie sowieso alle neu kommen. Das heißt, wir können die stumpf einfach alle ausbauen und bauen dann die neuen einfach ein. Es sind Titanventile. Titanventile werden nicht eingeschliffen, weil die einen besonderen Ventilsitz haben. An dem darf man nicht einschleifen. Das heißt, die werden eingebaut und sind dann dicht. Gut, die Ventilschaftdichtung haben wir jetzt auch gleich mit rausgezogen. Die kommen natürlich auch mit neu. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist letztendlich hier so eine Metallaufnahme mit einem Gummi drin. Und das hier oben ist die Dichtfläche, die dann letztendlich hier auf dem Ventilschaft sitzt und das Ganze hier abdichtet. So, zu den Ventilkeilen, das können wir jetzt auch noch mal ganz gut schauen. Hier haben wir oben so eine Nut an dem Ventil und dort kommen dann diese mit den dicken Fingern, das geht nicht. Sitzen dann zwei von diesen Keilen drin, so und so. Hoffe, man kann das jetzt vielleicht ein bisschen sehen. Und das letztendlich sitzt dann in dem oberen Ventilteller. Dadurch wird das Ventil von der Feder dann gehalten. So, ja, das dazu. Wir haben das jetzt alles ausgebaut. Wie gesagt, die Ventile sind Schrott, die sind krumm. Und wir machen jetzt neue Schaftdichtungen rein. Und setzen dann die neuen Ventile ein und werden das Ganze dann Stück für Stück wieder zusammenbauen und dann einen Probelauf machen und natürlich auch eine Probefahrt machen und anschauen, ob das Ganze drehzahlfest auch wirklich funktioniert. Das werden wir auf dem Prüfstand machen und der Kunde wollte dann sowieso eine Leistungsmessung haben auf Wunsch. Das werden wir euch dann auch noch ein bisschen zeigen. Wir machen das jetzt erstmal fertig. Zusammenbauen machen wir, denke ich, im Zeitraffer, wenn es mit der Kamera grob passt. Im schlimmsten Fall halt nicht. Müsst ihr einfach den Auseinanderbau in umgekehrter Reihenfolge laufen lassen. Dann könnt ihr euch den Zusammenbau auch vorstellen. Ja, in diesem Sinne, für heute ist jetzt erstmal Feierabend. Ist auch schon wieder spät. Das machen wir morgen fertig. Ja, weiter geht's. Eine Sache haben wir nämlich noch vergessen. Kam hier eben nochmal schnell die Frage auf oder der Einwurf. Mensch, da sagt doch mal hier irgendwie was zu dem Tüdelüt. Kling, ding, ding, ding. Na, dieser Gerät hier, Apparat. Ja, das haben wir uns mal selber gebaut. Viele, die schon mal Ventile ausgebaut haben, kennen vielleicht diese Bügel mit diesen diesen Schrauben dran, wo man dann die Teile da drauf drückt. Das ist die Pest. Wenn man mal ein paar mehr Zylinderköpfe auseinandernehmen muss, dann arbeitet man nicht mehr mit diesen Schellen, weil man ansonsten kriegst du echt die Krise. Ja, deswegen haben wir uns das gebaut. Also das ist hier halt alles ein bisschen hin und her schiebbar und dann kann man sich da die Federn wunderbar mit runterdrücken. Das nur dazu. Gut, wir haben eben gerade das Rohmaterial gesichtet von dem R6-Video. Wir mussten ja jetzt auch ziemlich lange auf die Teile warten. Ende vom Lied ist, das ist hier ein absolutes Pilotprojekt. Das Video wird extremst lang. Also schon mal vielen Dank an dieser Stelle alle, die bis jetzt geschaut haben oder die hier hingespult haben oder was auch immer. Ja, das ist ein extrem langes Video geworden. Deswegen werden wir jetzt auch vom Zusammenbau
gar nicht mehr besonders viel zeigen, vielleicht wirklich als ultra, ultra, ultra schnellen Zeitraffer. Dann zeigen wir euch noch einmal den Prüfstand als Beweis, dass das Fahrzeug wieder läuft und dann sind wir, denke ich, auch durch damit. Das nur am Rande. Und jetzt will ich auch nicht lange quatschen, zusammenbauen. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt auf dem Prüfstand. Motorhaut ist soweit zusammen, haben sie schon ein paar Mal draußen warm laufen lassen, ist soweit alles dicht. Wunderbar. Jetzt werden wir nochmal hier den Stresstest machen sozusagen. Und werden auf den Prüfstand fahren. Der Kunde hat gesagt, wir sollen doch gleich bitte dann eine Leistungsmessung fahren. Das werden wir dann jetzt auch machen. Motorrad ist warm, mir ist auch warm. Wir haben hier, ach, das geht ja noch, 30 Grad in der Kabine. Ist trotzdem nicht ganz ohne. So, ja, wir machen das, was wir immer machen. Wir werden jetzt einmal ein bisschen warm fahren, das Ganze. Also, dass der Reifen alles ein bisschen warm ist. Und werden dann eine Leistungsmessung fahren und schauen uns dann mal an, ob sie erstens richtig läuft nach der größeren Reparatur und zweitens auch gleich, wie viel Leistung sie dann hat. Und das zeigen wir euch dann natürlich auch noch. Ja, das war's schon. Gänge haben wir alle einmal durchgeschaltet, sind ein bisschen gefahren und sind dann auch nochmal eine Leistungsmessung gleich hinterher gefahren. Ergebnis 110,41 PS am Hinterrad. 11% mehr ungefähr entspricht der Motorleistung. Da sind wir relativ gut drin, auch was der Hersteller angibt. Und ja, Laufverhalten typisch. Wir haben hier so ein paar Stufen. Das ist der elektronische Gasgriff bei der RJ11. Der hier einfach ein bisschen stufig aufgeht. Dadurch haben wir hier diese Drehmomentstufen drin. Das kann man alles ein bisschen sauberer programmieren, aber nicht in diesem Fall. Heute hatten wir eine andere Mission. Ja, Motor läuft wieder, hört sich gut an, kein Tickern, kein Vergleich zu vorher. Ventile sind alle neu, das habt ihr gesehen. Und damit ist unsere Arbeit auch getan. Das werden wir jetzt gleich dem Kunden nochmal ausdrucken, das kann er mitnehmen. Ich denke mal, das Video wird er auch geschaut haben. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ja, euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Wenn euch warm ist, springt in den Pool. Folgt uns auf Instagram und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt einiges lernen können und hattet Spaß beim Schauen. Macht's gut. Tschüssi.